ich bin wieder unterwegs und zwar heute mit dem Rennrad, denn ich möchte heute eine längere Tour machen. Ja, es soll ja so 150 Kilometer werden, habe ich mir heute ausgesucht. Ja, und das bedeutet, ich fahre heute Richtung Nordsee. Ich habe mir da ein Ziel ausgesucht, das möchte ich heute anfahren. Ja, das Wetter ist natürlich sehr schön, aber sehr kalt für Ende April. Die Handschuhe sind an, es soll auch die Tageshöchsttemperaturen auch nicht so gut großartig werden. Ja, sind wir hier gewohnt hier oben. Wie man auch sieht, die Natur ist hier immer noch am Kämpfen. Es wird langsam grün, die Blüten kommen so langsam raus, aber wir sind dieses Jahr sehr, sehr spät dran. Das bedeutet leider auch, dass wieder alles auf einmal blüht und grünt und das schöne, saftige, helle Grün nachher, das verschwindet wieder so schnell. Also ist der Frühling hier oben wieder recht kurz. Ja, aber egal, heute möchte ich mal richtig Kilometer reisen. Ja, ich hoffe, der Wind passt. Der ist so ein bisschen zu nördlich eigentlich, weil ich immer Richtung Westen fahre. Ich hoffe, der dreht nicht so doll, dass er nachher auch noch Gegenwind ergibt, wenn ich zurückfahre. Dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber egal, der Tag ist lang genug. Ich will auch nicht hier rumflitzen. Ich werde nicht hier Rekorde brechen heute. Ich werde die Tour trotzdem genießen. Ja, schöne Bilder wird es wahrscheinlich geben. Ich werde nicht ganz so viel filmen wie sonst. Sonst komme ich hier auch nie an. Sonst wird es nachher wirklich noch dunkel, wenn ich das so ausführlich mache wie sonst. Aber ich werde ein bisschen was einfangen auf der Strecke und auf jeden Fall das Ende an der Nordsee. Der Kehrtpunkt, das wird richtig schön werden, hoffe ich. Also, ja, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Bei Kilometer 45 bin auch jetzt im Kreis Nordfriesland, wie man sieht, alles frei rundherum. Ja, bis gerade eben war aber noch ein paar Knicks und so, ein paar kleine Wälder noch, die ein bisschen Windschutz gegeben haben. Aber jetzt, ja, jetzt wird es frei. Jetzt muss ich ja die nächsten 30 Kilometer gegen den Wind, ziemlich frei wird es sein. Ja, das wird schon eine Kopfsache werden, aber ich habe Zeit genug. Der Weg ist ja das Ziel heute. Aber schön ist trotzdem, ich finde, es geht eigentlich noch mit dem Wind. Ich hatte es noch ein bisschen doller erwartet, aber es soll auch noch ein bisschen kräftiger werden. Egal, ich will jetzt nicht meckern darüber. Ich bin froh, dass die Sonne scheint, auch wenn die Temperaturen trotzdem noch nicht so hoch sind. Aber Spaß bringt trotzdem und das Ziel, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal wieder hinzukommen. Jedes Mal ran an die Nordsee, aufs Meer schauen, das ist immer schön. Naja, muss weitergehen. Naja, jetzt halt ein bisschen mehr gegen den Wind kämpfen. Thank you.
Kilometer 60. Ja, gut gekämpft gegen den Wind, wie man hier sieht. Alles frei, da freut man sich mal über so einen kleinen Busch hier, wo man mal kurz Windschatten hat, aber ich würde sagen, es ist nicht ganz so schlimm. Es geht eigentlich, scheint doch, dass ich doch ganz so schön fit bin. Man denkt immer erst, ach, das schaffst du nie. Willst du überhaupt losfahren, aber naja, fahr mal los. Abbrechen kann man ja immer, aber ich merke schon, es geht eigentlich ganz gut. Ja, Kilometer 60 also, naja, noch 15 Kilometer, ist gar nicht mehr so weit. An der Küste bin ich angekommen. Hinter diesem Deich ist die Nordsee. Aber mein Ziel ist nur noch 5 Kilometer entfernt, vielleicht so circa, also nicht mehr weit. Auf geht's. Aber im Moment fängt es an, richtig angenehm zu werden. Also es ist nicht mehr lang so kalt wie heute Morgen. Aber die Handschuhe habe ich immer noch an. Vielleicht bin ich auch jetzt noch im Frostgürtel, ich weiß es nicht. Wenn man stehen bleibt, ist es kalt, wenn man fährt, ist es so warm. Ja, egal, ich will nicht meckern, bestes Wetter. Südwestfern, hier gibt es auch einen Gasthof. Da ist die Nordsee, da fahre ich gleich hoch. Ja, an den Fahnen kann man sehen, wie pustig das ist hier. Aber trotzdem, wieder ein schönes Plätzchen, wie gesagt. Ich war schon mal im März hier, da war es schön windstill. Ja, aber nun ging es trotzdem auch bei Gegenwind. Aber, na, ich muss erstmal rüber und gucken. Und dann werde ich nochmal eine Pause machen. Ja, ein sehr schönes Plätzchen da. Da ist sogar eine Badestelle. Und wie man gesehen hat, war gerade auflaufendes Wasser. Aber sich dahin zu setzen, nee, das war viel zu pustig. Werde ich alles festhalten müssen. Aber hier hinterm Schöpfwerk, hier ist richtig schön. Hier ist sogar richtig warm. Richtig toll. Ja, ich esse jetzt nur leider ein paar Snacks. Mehr kriege ich eigentlich jetzt nicht runter bei der Anstrengung. Sonst da ja noch ein kleines Restaurant. Ist auch auf, die Außengastronomie, wie das hier so in Schleswig-Holstein ist, aber würde ich auch gerne unterstützen, aber ich kriege jetzt hier nichts Deftiges runter. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen Müsli gegessen, vielleicht kommt es ja noch gleich so eine Banane,
die ich noch essen werde, aber viel mehr wird es nicht. Und dann geht es weiter, noch ein kleines Stück Richtung Norden und dann geht es wieder, ich hoffe, mit ordentlich Rückenwind Richtung Osten. Ja, werde ich sehen, aber es ist wirklich ein sehr schönes Plätzchen hier. Sehr ruhig. Letztes Mal, als ich im März hier war, war hier aber trotzdem mehr los. Da war der Park fast voll. Naja, in einer Woche, 1. Mai, soll es ja hier losgehen mit der, mit dem, ja, wie heißt das noch? Na, Modellregion Nordfriesland, da gehört das hier auch alles zu. Dann kommen auch Urlauber, dann wird es vielleicht ein bisschen voller. Und dann kriegen die Restaurants auch mal ein bisschen wieder mehr ab. Ja, wer weiß, wie es läuft. Vielleicht ist es auch ganz schnell wieder vorbei alles. Aber naja, ich werde jetzt ja, noch ein bisschen snacken, noch die Sonne hier im Windschatten genießen und dann geht's ab nach Hause wieder. Naja, mal sehen, was gleich noch kommt auf der Strecke. Ein paar schöne Bilder wird es bestimmt noch geben. Boah, es waren nochmal 4 Kilometer voll gegen den Wind, ja, das ist nochmal stärker geworden. Aber es waren zwar die anstrengendsten Kilometer jetzt auf meiner heutigen Strecke, aber muss sagen, auch mit einer der schönsten. Ja, ich werde glaube ich vielleicht noch einmal kurz darüber gucken und dann geht es endlich Richtung Osten mit ordentlich Rückenwind. Oh, es langt auch, aber es ist trotzdem schön. Kilometer habe ich jetzt, bin in Grönland angekommen, ja, Hallig Grönland, eine Hallig sehe ich jetzt hier nicht, aber scheint ja so zu heißen hier. Oh, da waren wieder ein paar Gegenwindpassagen, ja, das ist schon ganz schön anstrengend jetzt nach 100 Kilometern, aber das meiste ist jetzt Rückenwind. Aber so richtig schnell werde ich trotzdem nicht, aber egal, der Weg ist das Ziel.
Jetzt bin ich im Örtchen Leck mittendrin. Ich merke, der Wind hat mich ganz schön kaputt gemacht heute. War so richtig schnell. Werde ich jetzt nicht auf dem Rückweg. Im Moment ist irgendwie auch der Akku leer. Muss jetzt unbedingt was essen. Schade, vorne am Flüsschen ist leider keine Bank frei. Ich bin eben hier weiter im Park. Aber ich muss sagen, ich brauche jetzt unbedingt was. Sonst komme ich nicht zu Hause an. Aber Wetter ist schön. Es ist etwas wärmer geworden. So 11 Grad. Zum Glück das meiste als Rückenwind. Aber Spaß macht es trotzdem. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen den Akku aufladen. Jetzt habe ich nur noch 20 Kilometer vor mir. Die ganze Strecke jetzt gab es auch nicht mehr viel zu zeigen. Außer Windräder, Felder, ein paar alte Häuser vielleicht. Aber keine großen Highlights. Da kommen auch jetzt keine großen Highlights mehr. Aber ich bin echt gespannt, ob ich nach Hause schaffe. Ich bin schon ganz schön kaputt, muss ich sagen. So kaputt war ich lange nicht mehr. Das kenne ich gar nicht von mir. Dieser Wind, der Gegenwind hat mir doch ein bisschen den Zahn gezogen. Aber die letzten 20 Kilometer werde ich wohl auch noch schaffen. Ich melde mich nochmal. Anderthalb Kilometer noch, dann habe ich es geschafft. So kaputt war ich lange nicht mehr. Bin ich gar nicht gewohnt. Der Wind hat mich doch fertig gemacht, besonders die letzten Kilometer am Deich. Das war schon ein hartes Stück. Und dann die paar Stücke, die jetzt noch gegen den Wind gingen, die haben mir irgendwie echt die Energie rausgezogen, ohne Ende. Dass ich richtig froh bin, das heute doch geschafft zu haben. Es ist eigentlich noch früh. Ich hätte ja noch mal längere Pause machen können zwischendurch. Aber ich will ja nach Hause. Ich habe hier nochmal einen schönen Blick. Da hinten sieht man so ein paar Häuser, Schornsteine, Hochhäuser. Das ist Flensburg. Aber hier ist es richtig pustig. Hier merkt man es wieder, wie pustig das heute war. Es ist leider sehr windig geworden. Windiger als vorhergesagt. Leider, aber trotzdem war es ein schöner Tag. Wie man hier sieht, der Frühling kommt ja langsam. Der Raps fängt bald an zu blühen. Aber richtig da ist er noch nicht. Für Ende April ist das echt spät. Aber ich glaube, ich suche mir mal ein windstilleres Örtchen. Das ist hier doch recht pustig und kühl. Geh mal ein Feld weiter. So, hier ist es etwas windstiller und angenehmer und gleich auch viel wärmer hier. Das war richtig pustig, aber egal, es war ein schöner Tag. Auf solchen Touren, da hole ich meine Kondition. Für die Alpen, wie man heute gesehen hat, so ein 75 Kilometer langer Berg, da holt man sich die Kondition, besonders die letzten Kilometer am Deich oder die paar Kilometer oder paar Stöcke hier nochmal gegen den Wind auf der Rücktour, die haben einen so richtig den Saft rausgezogen,
Der Akku ist jetzt ziemlich leer, ist ziemlich ungewohnt für mich. Ich wollte eigentlich morgen vielleicht auch noch mal eine große Tour machen von 100 Kilometern, aber das muss ich mir ganz stark überlegen. Bin doch ganz schön kaputt. Oh, leider wurde der Wind ja etwas stärker als angesagt, aber egal, es war ein schöner Tag. Die Sonne scheint ja, Regen nicht in Sicht, aber Frost, naja, das ist immer so die Sache. Man will ja auch mal zelten oder was weiß ich, aber dann kommt wieder der starke Frost, heute Nacht 0 Grad. Die nächsten Tage sogar wieder, naja, minus 2, minus 3 morgens, also es ist wieder sehr, sehr kalt. Ja, es nervt langsam. Es könnte mal gut wärmer werden. Wie man sieht, ja, die Natur ist hier immer noch sehr weit zurück. Aber es kommt langsam, ist es ja nicht aufzuhalten. Ja, und ja, planen kann man ja immer noch sehr schlecht. Deswegen kann man natürlich nicht sagen, was noch kommt. Ich kann ja mal zeigen, was ich allein in MacPom so vorhätte. Ja, habe ich ja so vorgeplant. So viel. Ja. Ich hoffe, das klappt da irgendwann mal. Zurzeit sieht es ja ganz schlecht aus, aber naja, Feiertage kommen. Meine erste Urlaubswoche, die ich genommen habe. Aber wenn es nichts wird, dann ist es halt so. Kann man nicht ändern. Aber ich bin aber auch auf der Suche nach was, um das vielleicht mal ein bisschen anders zu gestalten. Besonders mal 2-Tagestouren, auch wenn es mal kälter ist, das mal zu realisieren. Ja, vielleicht können Sie sich das eine denken. Ja, denn das wollen so ziemlich alle zurzeit haben, deswegen ist es schwierig, ja, zu kriegen. Ich habe lange dafür gespart, weil das ist schon lange mein Traum, sowas zu haben. Aber durch diese Krise wollen sowas jetzt alle haben. Schwierig zu bekommen, vielleicht klappt das und dann könnte ich sogar meine Radtouren noch mehr ausdehnen. Ja, auch wenn die Krise dann mal vorbei ist, dann, ja, dann wird es vielleicht nochmal wieder ein bisschen anders hier. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappen würde, aber naja, das steht in den Sternen. Wie alles andere auch. Muss ich mal sehen, was kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, was jetzt als nächstes kommt, wie das jetzt weiterläuft. Ich bin froh, heute gut trainiert zu haben. Für Kommendes, für Berge vielleicht mal irgendwann, die Alpen, ich habe Hoffnung. Also, ich hoffe, es hat dann heute gefallen, auch wenn vielleicht nicht die großen Highlights da waren. Na, okay, Nordsee ist immer schön, ne? Ja, also, denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin, moin.